Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Poppy Playtime. Chapter 1, ne? Also Kapitel 1. Wir sind gerade erst angefangen, ganz frisch, und noch ist nichts passiert, außer dass wir ein paar gruselige Situationen hatten. Naja, nicht mal das, eigentlich nur die paar Blutflecke an der Wand und so. Das ist nichts, was man nicht auch sonst sieht auf Arbeit. Es wird aber bestimmt noch schlimmer werden. So, wir haben jetzt den Strom angeschalten. Das heißt, wir können vielleicht wieder zurück in den Haupteingang und haben nichts aktiviert, was wir nicht hätten aktivieren dürfen. Ich habe wieder das Bedürfnis, die Türen immer hinter mir zuzumachen. Hä? Okay, ich soll nicht zurückgehen. Oh, der ist weg. Das fällt mir jetzt erst auf. Da war doch der riesige Huggy Wuggy, der jetzt weg ist. Weil ich den Strom angemacht habe. Ach, der ist nach Hause gegangen. Der macht Feierabend. Anders als wir. Können wir hier runter? Müssen wir hier runter? Nein. Muss ich nochmal Strom umleiten? Warte mal, was ist denn hier? Sieht man auch nicht wirklich was. Geht es eigentlich noch? Ja. Ich meine, wir können probieren einfach nochmal das gleiche. Gehen hier rum. Und wir gehen da nochmal rum. Nee, das aktiviert sich nicht mehr. Da ist noch so ein Stromding. Ich hätte gedacht, dass wir da auch noch ran müssen. Alles hier ranholen, was da rumliegt. Gut, nutzen wir die Zeit und machen hier sauber. Die Stecker sehen ja so verführerisch aus, als müsste man hier irgendein Steckerrätsel machen. Ich würde sagen, wir pennen einfach hier in der Ecke, bis Tag ist, dann ist es nicht mehr so gruselig. Kann ich vielleicht nur an das eine Ding rangehen? Bringt mir nur nichts. Komm, wir kreuzen das jetzt. Ach, das ist das Ende. Weiter kann ich nicht gehen. Okay. Das kann nicht die Lösung sein. Warte mal, kann es sein, dass ich vielleicht doch rauskomme und noch die Hand benutzen muss? Das kann doch nicht sein. Oder ich übersehe einen Schlüssel vielleicht. Ich meine, das Ding hier muss doch noch irgendwie eigentlich was bedeuten, hätte ich gedacht. Dass wir das aufkriegen müssen. Das sieht nämlich auch aus wie ein Schalter oder so. Hier ist es auch sehr dunkel drin. Geht aber nicht weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel tatsächlich so eine schwierigen Rätsel für mich übrig hat. Ich dachte, das ist einfach nur ein Horrorspiel, wo man durchläuft, ohne groß drüber nachzudenken. Was sind mit den blauen Rohren hier? Kann man auch nichts machen. Einfach mal in die Leere greifen. Geht auch nicht. Alles antatschen. Inklusive der Kameras, die mich hier beobachten. Oder ist das jetzt... Ich denke erstmal wieder dran, das ist ein Bug oder so. Das kann doch nicht sein. Kann ich das irgendwie... Ich schlage mal den letzten Speicherstand. Vielleicht ist das wirklich ein Bug. Ach, guck
guck mal, jetzt ist die Tür auch offen. Ah, das ist wirklich ein Bug. Jetzt schon? Oh, okay. Einfach nur neu geladen und die Tür ist offen. Kann es sein, dass ich die vielleicht zugemacht habe? In meiner weisen Voraussicht, wie ich immer alle Türen zumache und mich selber eingeschlossen habe? Ich habe jetzt schon das Bedürfnis zu schleichen. So, erstmal aufmachen hier. Oh, da sind sogar noch Haribaris drin, die kleinen. Auch schon aufgerissen zum Teil. Was mehr? A friend? Make a friend. Ach, mach dir einen Freund. Ah, okay. Natürlich mache ich das. Ich mache mir Freunde. Ich produziere sie. Zur Hölle. Zur Hölle mit dem, was da drin war. Ist. Geh doch da jetzt nicht rein. Ich geh doch da jetzt nicht rein. Arschlochdampf! Hört das nochmal auf? Oh, es tut mir gar nichts. Also ich werde jetzt die ganze Zeit schleichen. Da fehlt ein Kopf. Ist das der Kopf? Kannst du den wieder dran setzen? So, wir brauchen eine orangene Kassette. Oh, ich habe mich doch nicht geduckt. Ich muss das gedrückt halten. Das Haken? Wieder so zwei Hände abgebildet und mehrere Farben. Huggy sagt, vergiss nicht Pausen zu machen. Okay, ne? Wenn das so ist, dann muss ich gehen. Das ist jetzt eingesammelt. Okay. So, mal gucken. Wir haben Rot. Mit irgendwelchen Puppen dran. Ach, kann es sein, dass ich ja was einsetzen muss? Item, was kann man sich. Wozu gibt es eigentlich diese Übersicht, wenn man eigentlich damit gar nichts machen kann? Oh. Offensichtlich war es blau. Oder? Da steht eine 2 dran. Und die anderen, lass mich raten, muss ich da unten jetzt suchen? Ruhig hier. Da kann ich durchgehen. Hier haben wir schon mal eine. Die rote. Da waren es noch 2. Beruhigend, dass hier überall die Köpfe fehlen. Sei vorsichtig. Lieferung ist sehr zerbrechlich. Nicht fallen lassen. Wer würde denn sowas tun? So, noch eine. Ah, da ist der Kopf noch dran. Also immerhin, ich weiß jetzt nicht, ob es in dem Spiel auch irgendwelche Secrets gibt, oder ob das recht linear abläuft hier. Das sehen wir dann noch. Eventuell. Das sieht irgendwie traurig aus. Gefahr. Betreten verboten. Ich arbeite hier. Für mich ist das alles nicht gefährlich. Ich erschaffe quasi die Wesen mit, also dürfen die mir auch nichts tun. Komme ich eigentlich da jetzt wieder hoch?
dafür die Tür hier da. Ah, okay, dann komme ich hier in den Raum zurück. Hä? Ach, das ist die Tür, wo ich herkam. Ich wollte gerade sagen, wo führt die jetzt hin? Uns fehlt aber... Oder fehlt uns nicht noch eine Batterie? Oder habe ich mich jetzt schon wieder verzählt? Haben wir? Gelb fehlt uns noch. Moment. Kommen wir hier nicht rüber? Ach, da oben ist die letzte. Bisschen Sprung-Action. Obwohl, wieso eigentlich? Wir haben ja eine lange Hand. Ich werde hier nur schleichen, habe ich gesagt. Hat sehr lange angehalten. Das. Ach, das ist die zweite Hand. Ja, jetzt sind wir vollständig. Jetzt können wir alles machen. Ich überlege gerade, hatten wir auf dem Rückweg schon was, was wir aktivieren können? Aber ich glaube, ich komme nicht mehr zurück, ne? Doch? Gehe ich doch erstmal zurück. Wenn es denn geht, dann gehe ich doch zurück. Bevor ich dahin gehe, wo ich hin soll. Aber das bringt gar nichts, weil wir hier nicht wieder zurückkommen. Nee. So viel dazu. Nun gut, dann müssen wir wohl hier durch. Ob ich mich mit den Händen wehren kann? Ich meine, sie sollen ja schließlich auch Verletzungen hinzufügen können. Warum ist hier zu? Hallo? Ach, hier geht's weiter. Greife, um den Kreislauf zu vervollständigen. Hä? Ich muss erst die Eins finden, ne? Also unten steht doch, ich soll das greifen. Kann auch zeitgleich drücken, verstehe. Aber wohin? Ich komme hier nirgendwo hin. Ach, hier ist ja noch ein Gang. Ups. Ah, hier ist so eine Spule. Komme ich aber auch nicht lang. Huch. Das hat schon gereicht. Okay. Oh Gott. Ich sehe gar nicht, wo ich lang fahre, weil es so dunkel ist. Ist das nicht der reguläre Personaleingang? Okay. Ja,
So komme ich eigentlich immer auf Arbeit. Adoptionsfreude? Adoptieren Sie noch heute ein Waisenkind? Die Playtime Company Pflege- und Adoptionshilfe-Initiative erstrebt für jedes Waisenkind eine Konstante im Leben. Und das mit Pflegeeltern aus unserer eigenen Firma. Wir wollen alle zu einer Adoption ermutigen und Teil unserer Mission werden lassen. Teilnehmende Angestellte könnten weitere Vorteile erhalten. Diese Initiative hilft zudem nicht nur Kindern aus der Mid-West-Region, sondern aus der ganzen Welt, denn jedes Kind verdient eine Chance auf ein neues, besseres Leben. Nur mit uns, Playtime Company. Nur mit uns. Niemand geht ohne ein Spielzeug. Also, wenn das nichts für Kinder ist. So, hier darf ich definitiv nicht rein. So, das sieht nach auf jeden Fall aus, als würden wir uns hier was basteln. Wahrscheinlich das, was dann da rauskommt. Und obwohl ich die ganze Zeit erwarte, dass wir angegriffen werden, ist noch nichts passiert. Aber das wird sich bestimmt früh genug ändern. So, hier sind ja eigentlich schon Teile drin, so ein bisschen. Mal gucken, was steht denn hier? Mach einen Freund. Unser Gründer, Elliot Ludwig, war ein Visionär. Er setzte den Grundstein für alle großen Errungenschaften von Playtime Company, doch von all seinen grandiosen Erfindungen ist die Mach einen Freund-Maschine eine der kreativsten, beeindruckendsten und fortschrittlichsten. Sie allein ist für nahezu jedes Spielzeug von Playtime Company verantwortlich. Damit sie das schaffen kann, braucht sie nur die passenden Teile und schon malt sie. Baut zusammen und prüft gleichzeitig sogar die Qualität. Und schwupps, weg ist die komplexe, rückenzerstörende Kleinstarbeit. Diese Maschine kann das alles und mehr. Ja, was denn noch mehr? Ja, dann brauchen die eigentlich gar keine Mitarbeiter. Warum bin ich denn hier? So, benötigt Strom. Hatten wir nicht Strom aktiviert? Müssen wir erst wieder umleiten, ne? Und dafür müssen wir wahrscheinlich hoch. Warte mal, kann ich die hier eigentlich? Naja, die sind alle deaktiviert jetzt. Dann gehen wir erstmal hoch. Solange es hell ist, traue ich mich auch zu rennen. Das ist schon der zweite Videorekorder, wo uns noch ein Band fehlt. Also orange und ja, rosa, pink. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Farbe das ist. Oh, shit. Oh, es gibt Fallschaden. Also kurzfristigen, wie es aussieht. Gut zu wissen. Kann ich den eigentlich mitnehmen? Nee, ne? Ich den auch mit dem anderen Arm greifen können? Okay, hier haben wir Strom 1. Den nehme ich schon mal mit. Da ist die Spule dafür. Wahrscheinlich. Okay, ich sehe schon. Hey, kommst du da nicht ran? Wollte auch sagen, wenn ich schätze, dass wir hier nicht... Das reicht nicht, oder? Reicht das? Nee, das reicht nicht. Wir müssen nämlich darum. Oh, das ist ja noch eine Spule. Moment. Muss ich dann beide aktivieren? Da wird das aber nicht reichen, glaube ich. Uah! Ja. Schöne Aussicht von hier oben. Gut, das ging nicht so gut. Ey, komm, das war jetzt nicht tief. Kein Grund, Herzschlag zu bekommen. Ich suche mir jetzt einfach mal eine Spule aus. Mal gucken. Eine von beiden wird doch wahrscheinlich reichen. Hä? Warum ist die Brücke wieder zusammen? Ist das denn zeitkritisch? Jetzt mach schon. Noch nicht ewig Zeit. Es reicht nicht. Oh, hier sind noch die Brücken wieder weg. Bin ich deswegen vorne runtergefallen? Moment.
weiß nicht, wie ich die mit einbinden soll. Vielleicht so rum. Ja, das könnte klappen. War jetzt zwar über Kreuz, aber... Okay, wir haben Strom. Huch. Konnte ich gar nicht drüber springen. Strom an. Alter! Warum ist das so laut? Okay, das funktioniert. Das heißt, sie können uns jetzt einen Freund machen. Wie macht man das? Am besten erstmal alle Hebel drücken, hä? Warte einen Moment. Hä? Hey. Oder einfach alle drücken. Nummer 2. Scheint der Arm zu sein. Und Nummer 3. Ist der Kopf. Alter, wir brauchen ja 2 Arme und 2 Beine, oder? Alles aber schon gedrückt. So, die fahren jetzt hier rein. Okay, die ersten werden verarbeitet. Ah ja. Das, hat das überhaupt schon irgendwas gemacht jetzt? Kriegen wohl einen Tiger, wenn ich das richtig sehe. So, der hat es auch verarbeitet. Jetzt wurde er vernichtet. Oh nein, der ist zusammengesetzt. Er wurde nur gescannt. Und mit einer KI versehen. Mein neuer Freund, er ist fertig. Darf ich dich haben? Nein, da geht's nicht weiter. Du bist jetzt mein. So. Spiel geschafft. Wir haben unseren Freund gebaut. Das ist alles, was wir wollten. Jetzt können wir aufhören. Können wir wirklich, ne? Zeit ist rum. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Und wir sehen uns. Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Poppy Playtime. Wir haben uns jetzt unseren Freund zusammengebastelt. Ein kleiner Tiger, wenn ich das so richtig sehe. Mal gucken, kann man das hier ein bisschen erkennen? Naja, so minimal. Sieht auch ein bisschen traurig aus, aber der muss uns erstmal kennenlernen. Dann geht es ihm auch, denke ich mal, besser. Und was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Freund? Warum haben wir den jetzt eigentlich? Warum hat man Freunde? Warum ist das so? Gucken wir uns jetzt mal an. So, niemand geht ohne ein Spielzeug. Aber warum soll ich das dann abgeben? Achso, das ist nur der Beweis, dass ich eins habe. Habe ich das jetzt aber wieder? Ja, ich wollte doch sagen, ich habe es kurz gesehen, es ist da. Ist Huggy Buggy jetzt sauer, weil ich ihn nicht genommen habe? So, hier komme ich in beiden Fällen nicht rein. Hier geht's zur Hölle. Ach, da waren wir ja schon mal. Also, ich meine, wir waren vor dieser Tür. Ach du Scheiße! Oh, ich muss weg. Oh fuck. Warum? Ich hab doch meinen Freund. Warum? Oh nein! Oh Gott, Danger. Nein, nicht in der... Ah, dann downed.
Don't was? Was soll ich nicht tun? Ich kann es nicht alles lesen. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Ich hab an der Ecke festgesteckt. Arschlochspiel. Lass dich nicht hinein. Wen soll ich nicht hineinlassen? Steh auf. Wenn ich kann. Oh Gott, konnte ich von ihm überhaupt abhauen? Immerhin weiß ich jetzt, dass er kommt. Huggy Wuggy? Ah! So, wir dürfen nirgendwo hängen bleiben, sonst kriegt er uns. Hä, gehe ich hier zurück? So, hier wollte ich nämlich lang gehen. Wie lange soll ich wegrennen? Nicht umdrehen, bloß nicht umdrehen. Kostet viel zu viel Zeit. Fuck. Hätte ich auch lang gehen können. Was haben die Leute hier alle an die Wände geschrieben? Warum hatten die Zeit dafür? Nein! Wie mies bitte! Ey, wie, ich muss das von vorne nochmal machen. Expired, was? 10.06? Ist er nicht wundervoll? Naja, ich weiß ja nicht. Wenn sie damit den Huggy Wuggy meinen. Oh. Oh, ihr Arschlöcher. Das kann eine Weile dauern, bis ich da durch bin. Ich weiß definitiv, dass ich vorher von da kam und jetzt ging das da gar nicht weiter. Speicherpunkt. Was? Nein! Stopp! Was? Ich weiß nicht, ich kann nicht stoppen. Ich muss rennen. Warum kann ich nicht mehr rennen? Scheiße, ich bin gefangen. Ich komme hier nicht rüber. Ist es jetzt zugegangen? Ernsthaft jetzt? Hätte ich das Ding runterschmeißen müssen? Also der Grusel ist wirklich, wenn ich das jetzt nochmal machen muss. Kann ich nicht schon mal vorgehen irgendwie? Man muss es also in einem Ritt schaffen. Darf sich keine Fehler erlauben. Zumindest nicht viele. Oh fuck! Ich merke mir doch den Weg nicht bis dahin. So, ich muss diese Kiste runterholen auf jeden Fall. Kann nicht mehr rennen. Das hatte ich ja vorhin schon.
Bitte lass es reichen. Du Arschlochvieh! Hau ab! Und komm niemals wieder! Oh Mann! Ich brauche jetzt erstmal Urlaub. Und zwar auf Lebenszeit. Was habe ich denn nur verbrochen, das zu verdienen? Was ist da hinten? Was steht da? Stopp. Nicht gehen? Flieht. Flieht, ihr Narren. Gefahr. Nicht gehen. Also ich soll weder nach links noch nach rechts gehen? Und da drin fliehen? Wie traurig die alle aussehen. So, aber ich bin natürlich, ich höre nicht so gern, ne? Ich gehe dann trotzdem da lang. Oh! Was ist denn das für eine Kassette? Eine ganz normale. Haben wir vielleicht schon Kassetten übersehen? Bestimmt, oder? Final log in relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Da war er dann wohl gekriegt worden von Harry Buggy. Er wird doch richtig verstanden, aber hat er so viel gesagt, wie das, wahrscheinlich dieser Harry Buggy, also das Experiment 10336 oder was das war, ja, ein wissenschaftliches Experiment ist, was schiefgegangen ist und, Er plädiert dafür, dass man zunächst oder in den nächsten Fällen ein bisschen mehr Vorsicht walten lässt und vielleicht ja, eine sicherere Umgebung schafft, bevor man so ein Monster herauslässt. Wahrscheinlich habe ich es nicht 100% nicht richtig verstanden, aber so eine Art, denke ich mal, würdest du es meinen. Ja, ist die Tapete nicht nett? Ich verbacke wieder die Tür. Eigentlich sieht das ein bisschen so aus, als wäre ich auch ein Spielzeug. Warum fehlt hier Tapete? Warum? Da auch. Das ergibt aber jedes Mal ein anderes Muster. Ne? Interpretiere ich da schon wieder zu viel hinein? Oh, Kissen. Jetzt kann ich mich endlich ausruhen. Gute Nacht. Nee. Darf ich nicht. So, das wird kann ich den verschieben, den Schrank? Die Tür sieht doch sehr benutzbar aus. Nee. Erstmal alles ankrabbeln hier. Okay, die Kissen können wir benutzen. Bringt uns noch nicht viel. Was ist das hier? Ist das ein Regal? So, reingelassen in die Wand. Oh Gott, rote Farbe bedeutet nichts Gutes. Oh, hallo, wer ist denn da? Du bist doch Poppy, oder? Hilfst du mir vielleicht gegen Huggy Buggy? Ja. Ich habe deinen Käfig geöffnet. Was? Das war jetzt schon das erste? Ernsthaft jetzt? Das erste Kapitel schon? Okay. Dann
würde ich mal sagen, ich hole mir mal schnell das zweite Kapitel und dann machen wir weiter, oder? Ich meine, die Folge geht gerade mal 10 Minuten, was soll das? Das ging schnell. Es sieht ja fast aus wie so ein bisschen der Plot von Chucky, oder? Ich glaube, ich habe zwar nicht die Chucky-Teile wirklich gesehen. Ich hatte mal, ich weiß nicht, irgendwas habe ich mal gesehen, was in die Richtung ging. Wo es auch darum ging, eine Puppe zu befreien und die dann gruselig aus und so. Der hat schon fast ein bisschen geklaut, ja? Ich spule das mal vor.